Meine Damen und Herren, Umweltgeschichte ist durchaus aktuell. Es ist ja Ihnen überlassen, in welcher Reihenfolge Sie die einzelnen Teile betrachten. Aber wenn Sie den Beitrag sozusagen zur Abwasserproblematik vorher angeschaut haben sollten, es gibt gerade jetzt in dieser Zeit, wir sind also in der letzten Maiwoche, eine Diskussion im Bundesland Nordrhein-Westfalen um eine Entlastung der Grundstücks und vor allem eben der Hauseigentümer. Der Landtag soll also darüber entscheiden, dass die Dichtigkeitsprüfung der Abwasseranschlussrohre aus den Häusern in die Kanalisation heraus künftig entfällt. Und diese TÜV-Prüfung, die bislang verpflichtend war, soll also nach dem Willen der dortigen Regierungskoalition abgeschafft werden, ein Wahlkampfversprechen zur Entlastung der Hauseigentümer. Und das wird im Klartext wieder bedeuten, wenn die Ableitungen eben undicht sind, dass Keime und Inhaltsstoffe aus den Abwässern ungefiltert ins Grundwasser gelangen können. Und das wird wieder eine Situation heraufbeschwören, die in dieser Art und Weise eigentlich überwunden geglaubt ist, beziehungsweise ansonsten in doch eher außereuropäisch angesiedelten Staaten vermutet werden würde, wo Leckagen sowohl in den Leitungen wie auch in den Abwasserleitungen entweder für Verluste von Trinkwasser bei der Versorgung oder für Verluste bzw. Für Kontamination bei Abwasser bei der Entsorgung verantwortlich sind. Und es ist einfach Keime, Bakterien, Viren sind nicht zielgerichtet in der Welt unterwegs. Also natürlich gibt es Gedankengebäude, die Heilsvorstellungen offerieren und versuchen, einen Sinn des Lebens zu erwecken. Und dann lässt sich auch die Existenz eines Virus darin einbauen. Swammerdam hat Gottes Vorhersehung anhand der Existenz der Kopflaus seinerzeit nachgewiesen, 17. Jahrhundert. Aber wenn ich Herrn Swammerdam richtig jetzt in die Zeit verlagert habe. Aber die Beeinträchtigung, die Kontamination potenzieller Grundwasserreserven sollte letzten Endes Anliegen aller sein und nicht wegen der Vorteile einiger weniger Euro geopfert werden, weil die Folgekosten in der Regel größer sind und das Aufspüren von Leckagen aufwendiger, als wenn permanent Fürsorge dafür getragen wird, dass solche Leckagen gar nicht erst auftreten. Und damit nähern wir uns dem Thema der heutigen Sitzung. Ich möchte also über Müll und Abfall sprechen. Und nur zu oft ist ja die Wasserspülung in der Toilette ein Weg, sich Substanzen zu entledigen, die man nicht mehr haben möchte, also jenseits der Zweckbestimmung, die Fäkalien abzutransportieren, kommt ja alles Mögliche rein, also bis schlecht gewordene Suppen, Reste von Eintöpfen etc. pp. Das führt im Übrigen dazu, dass in der Londoner Kanalisation mittlerweile Arbeiter mit Presslufthämmern unterwegs sind, um die Fettablagerungen aus den Abwasserrohren abzutrennen. Aber darüber wollte ich heute eigentlich gar nicht reden. Es geht um Müll. Müll oder Abfall. Es gibt bereits eine deutsche Industrienorm. Die Fundstelle ist in einem Beitrag von mir aus meinem früheren Leben, als ich noch Fuchsloch hieß, nachgewiesen. Metamorphosen oder Euphemismen vom Wandel der Abfälle zu Wertstoffen, seinerzeit erschienen in der Technikgeschichte 2001. Vierter Band wird in der Literaturliste, wenn es sie denn endlich gibt, mal nachzulesen sein.
Und es gibt also eine DIN-Norm, die die Bezeichnungen, die verwendet werden, vereinheitlichen möchte. Und zwar soll eben nicht mehr von Müll die Rede sein, sondern hinfort nur noch von Abfall. Und ja, man kann sich jetzt über den Sinn und Zweck solcher Vereinheitlichung streiten, aber auch im Deutschen gibt es ja jede Menge Synonyme. Der Abfall, der Müll, der Kehricht, letzten Endes der Dreck oder bezogen auf Teilfraktionen, zum Beispiel der Kompost, die Asche, die Fäkalstoffe, vieles andere mehr. Und da kann zwar etwas sprachliche Klarstellung nicht schaden, aber die darf am Ende natürlich nicht dazu führen, dass Problemlagen verdeckt werden. Jetzt möchten Menschen schon seit der Zeit der Sesshaftwerdung sich bestimmter Dinge entledigen. In der Regel, ja, also das Erste, was sozusagen aus der Behausung raus muss, sind die Fäkalien, also sowohl in flüssiger wie auch in fester Form. Und die feste Form kann immerhin noch als Dünger aufs Land ausgebracht werden. Und mit dem Übergang von Jäger und Sammler zu Ackerbauer und Viehzüchter ist natürlich der Bauer dem Viehhirten dankbar, wenn er die Schafe über die Weide treibt und die da einfach mal ordentlich sich erleichtern. Also die Wiese und die Weide ist die Mutter des Ackerbaus. Und das gilt nicht nur für die Erzeugung des Grünschnitts für die Tiere, sondern es gilt eben auch im Anschluss an die Düngerproduktion. Und jetzt kann der Dünger eben rein zufällig übers Land ausgebracht werden oder er kann auch gezielt gesammelt werden. Und wenn wir jedenfalls muss das, was Dünger werden soll, irgendwie aus der menschlichen Behausung raus, weil sonst durch die Geruchsentwicklung und nachfolgend durch die Möglichkeit der Entwicklung von Krankheitserregern natürlich die Siedlung nur eine eingeschränkte Lebensqualität bietet bzw. als Wohnort von Dauer ist. Dass man sich über diese Problematik bereits in der Antike grundsätzlich im Klaren war, zeigt eine der Aufgaben, die dem Helden Herakles aufgetragen werden, die er zu erfüllen hat. Das ist das Ausmisten der Rinderstelle des Königs Augias. Augias hat unglaublich viele Rinder, die er im Stall hält und die eine Kotmenge am Tag produzieren, dass es dem Hofstaat, also den Knechten des Augias, nicht möglich ist, diesen Rinderstall komplett auszumisten. Und die Lösung, auf die Herakles dann verfällt, ist, dass er einen Graben gräbt zu einem nahegelegenen Fluss, dann die Wand des Stalles einreißt und den Mist durch praktisch die Abschwemmung hinwegspülen lässt, also eine Schwallspülung vornimmt. Ja, und da verweist die Erzählung gleich auf mehrere Aspekte, die den Reichtum, einerseits den Erfindungsreichtum, andererseits den Reichtum widerspiegeln. Der Reichtum wird darin widergespiegelt, dass dem König offenkundig gar nicht klar ist, über welchen Reichtum er mit den Vorräten an Rindermist verfügt, die er auf den Feldern ausbringen lassen könnte, um den Ertrag langfristig zu steigern. Der König ist also so reich, dass er es sich leisten kann, diesen wertvollen Rohstoff einfach wegwerfen zu lassen, wegspülen zu lassen. Und Herakles ist so erfindungsreich, dass er erkennt, dass der Mist, die Fäkalien tatsächlich weggespült werden können. Das ist etwas, was später der Ädil Agrippa, der Ädil ist der unterste, ist die unterste
Stufe im römischen Beamtenapparat. Der Ädil Agrippa erfindet für die Cloaca Maxima in Rom ebenfalls die Schwallspülung. Das heißt, in absehbaren Zeitabständen werden die abgelagerten Substanzen mit größeren Mengen Wasser sozusagen konfrontiert und dann hinweggespült. Und das ist eine Form, ein Mittel, wo man nicht nur den Kot loswerden kann, sondern natürlich auch alles andere, was bis dahin dort hineingeworfen wurde, weggeworfen wurde. Es wird einfach durch den nächsten Fluss davongetragen, und zwar möglichst weit weg. Die andere Alternative, also Flüsse, nicht Flüsse als Abwasserkanäle zu benutzen. Die andere Alternative besteht darin, den Müll sozusagen fest in fester Form zu speichern, zu deponieren. Das kann man zum einen auch machen, indem, wenn man noch bei den Fäkalien bleiben, eine Latrine angelegt wird und in dieser Grube, die dann ausgehoben ist, passen nicht nur die menschlichen Fäkalstoffe hinein, sondern sie werfen da alles Mögliche hinein. Zerbrochene Tassen, nicht mehr brauchbare Kleider, sofern sie das eben entbehren können und nicht weiter nutzen wollen. Denn die frühen Wirtschaftsformen, auf Subsistenzwirtschaft angelegt, haben bereits das entwickelt, was wir heute seit den 1980er Jahren, seit einer intensiveren geistigen Beschäftigung mit diesem Problem wieder als Verwertungskaskade bezeichnen würden. Bevor ein Kleidungsstück weggeworfen wird, wird geprüft, ob es nicht bedürftige Menschen gibt, die dieses Stück Kleidung immer noch tragen können, obwohl es nicht mehr standesgemäß für die höchsten Gesellschaftsschichten ist. Also Beispiel, ein Herrenoberhemd ist noch zu 99% der Stofffläche intakt. Wenn aber zum Beispiel durch häufige Waschvorgänge der Kragen langsam beginnt sich aufzulösen, ist es gesellschaftlich nicht mehr opportun, dieses Oberhemd im täglichen Gesellschaftsverkehr zu tragen. Es müsste also entweder an Menschen abgegeben werden, denen das nichts ausmacht, Klammer auf, weil sie ansonsten kein anderes Hemd haben, oder es kommt in irgendeine Form von Kleiderspende rein, da ist es aber gar nicht mehr wohl gelitten, weil sie können das nicht mehr zu einem guten Preis auf irgendeinem Markt verkaufen, weil da soll die Ware intakt sein. Also besteht die Möglichkeit, dass der Stoff des Hemdes in irgendeiner Form noch verwertet wird. Und dann ist die Frage, aus welchem Stoff das Hemd ist. Aus Baumwolle oder aus Leinen oder aus irgendeiner Kunstfaser. Und das entscheidet letzten Endes über die Verwertungsmöglichkeit. Wenn es aus Leinen ist, kann ein handgeschöpftes Büttenpapier draus werden. Bei anderen höchstens noch Putzlumpen. Und die werden dann, nachdem sie verdreckt worden sind, in der Regel im Hausmüll entsorgt. Oder wenn es Lackreste sein sollen, müssen sie im Sondermüll entsorgt werden. So viel sozusagen zum Hemd. Aber es gibt dann noch die Tasse, die kann man immer noch, wenn man sie klein bricht, zur Wegebefestigung verwenden. Asche kann im Winter auf einen glatten Weg ausgestreut werden und muss also auch nicht weggeworfen werden. Außerdem kann Asche noch ausgelaugt werden und zum Beispiel Pottasche daraus zu gewinnen. Die könnte ausgelaugt werden. Andere Dinge, die weggeworfen werden, finden vielleicht noch einen anderen Verwendungszweck. Der Urin ist seit den Zeiten des Kaisers Vespasian versteuert worden. Der Urin wurde deshalb gesammelt, um bei der Gerbung von Leder zum Einsatz zu kommen, und dass Metalle noch gesammelt werden und nach Möglichkeit weiter genutzt werden, ist noch bis vor 50 Jahren keine Seltenheit gewesen. Also bevor ein
krummer Nagel weggeworfen wird, wird er am Amboss gerade geklopft und das nächste Mal verwendet. Heute geht man in entsprechende Baumärkte und kauft sich 100 Stück davon. Das war bis vor wenigen Jahrzehnten noch nicht selbstverständlich, auf diese Art und Weise mit Metall umzugehen, nämlich es mehr oder weniger achtlos wegzuwerfen. Gleiches gilt im Übrigen auch für Glasreste. Glasreste als Glasbruch, Glasscherben können wieder eingeschmolzen werden, sind also kostbar in früheren Jahrhunderten gegenüber der Gewinnung aus den Rohstoffen, vor allem wenn das Glas nicht grünlich gefärbt ist und nach Möglichkeit auch blasenfrei gewesen ist. Das heißt, es gibt eine umfangreiche, Verwertungszyklen, Kaskaden, und diese umfänglichen Bemühungen zur Wieder- oder Weiterverwertung sind zunächst mal mit dem Begriff des Recycling belegt worden. Der Begriff des Recycling stammt ursprünglich aus der erdölverarbeitenden Industrie und bedeutete, dass Fraktionen der Ausgangsmaterialien nochmal zur weiteren Bearbeitung in den Kreislauf, in einen Kreislauf geführt wurden, um dann eben mit Wasserstoff weiter gekrackt zu werden und weiter aufgearbeitet zu werden. Das war ursprünglich, das ist sozusagen der Ursprung der Bezeichnung des Recyclings. Die Georg Agricola Gesellschaft hat sich in einer Tagung mal mit dem Thema Recycling in Geschichte und Gegenwart beschäftigt. Da sind in verschiedenen Beiträgen diese Dinge nachzulesen, auch über frühe Materialverwertung, zum Beispiel Schwerter zu Pflugscharen, Swords to Plowshares, ist praktisch in Bretagnen schon im 11., 12. Jahrhundert praktiziert worden, dass, weil das Eisen auch eines rostigen Schwertes viel zu schade gewesen ist, um es irgendwie wegzuwerfen. Ja, es gibt aber nicht nur das Recycling, weil streng genommen beschreibt das Recycling ja tatsächlich die Kreislaufführung eines Artefakts, also zum Beispiel einer Mineralwasserpfandflasche. Geht natürlich auch für Bier oder für Milch, aber wir bleiben mal beim Mineralwasser. Und wenn diese Pfandflasche ihren Zweck erfüllt hat, also das Mineralwasser, was in ihr enthalten war, wurde konsumiert, dann wird sie gegen das wiedererhältliche Pfand zurückgegeben, kann ausgespült werden und neu befüllt werden. Es gibt für Deutschland die Mineralbrunnen-Einheitsflasche, also die Markenbissen an der Seisen. Das ist aber auf die Flasche draufgegossen. Und es gibt aber für verschiedene Spezialmineralwässer eigene Flaschenformen in eigenen Flaschenfarben. Also zum Beispiel gibt es Mineralwasser, das in grünen Flaschen abgefüllt wird. Es handelt sich dann meistens um Heilwasser. Heilwasser soll eigentlich nur gemäß ärztlicher Verordnung konsumiert werden, ist also im strengen Sinne kein Mineralwasser. Und im Übrigen ist auch noch zu ergänzen, dass der Mineralgehalt vieler Mineralwässer durchaus dem entspricht, was das Leitungswasser vom Wasserwerk auch hergibt. Aber darüber wollen wir ja nicht reden, wir wollen ja über das Recycling reden. Also die Glasflasche kann ungefähr 32, 35 Umläufe hinter sich bringen und wird dann in der Regel durch eine neue Flasche ersetzt, weil zum Beispiel durch die verschiedenen Waschvorgänge, bei denen Alkalien zum Einsatz kommen, sich das Glas, die Glasoberfläche beginnt chemisch zu verändern, dann wird die Flasche aus dem Verkehr gezogen, eingeschmolzen, es wird eine neue Flasche daraus hergestellt. Jetzt ist natürlich das direkte im Kreislauf führen viel einfacher,
als wenn die Flaschen erstmal in einen Sammelcontainer geworfen werden, dann sortiert werden und dann eingeschmolzen werden, weil auch dieser Prozess wird zwar als Recycling bezeichnet, streng genommen ist es aber bereits das materielle Recycling, weil es wird nur das Glas als solches recycelt, aber es geht eben nicht das Produkt, das aus dem Glas gemacht wurde, im Kreislauf herum. Der Begriff des Recyclings war Ende der 1980er Jahre so weit durchdacht, dass man seitens der Verfahrenstechnik erkannt hat, dass es nicht nur beim Begriff des Recyclings bleiben kann. Es wurde der Begriff des Recyclings erweitert durch das Downcycling und durch das Upcycling. Downcycling bedeutet, dass ich die Materialeigenschaften beim Vorgang der Wiederverwertung oder der Wiederverwertung so weit ändern, dass beim Downcycling nur qualitativ schlechtere Produkte entstehen können. Das typische Beispiel dafür ist Polyvinylchlorid, alles was aus PVC hergestellt wird und mit anderen Kunststoffmischungen und Kunststofffraktionen zusammen verwendet wird, läuft der Gefahr des Downcyclings entgegen. Kunststoffe mit einem Anteil an chlorierten Kunststoffen sind in der Regel nicht lebensmittelecht, können also nur für Zwecke verwendet werden, wo sie mit Lebensmitteln nicht in Berührung kommen. Und das waren über Jahre hinweg Parkbänke, Hafenpoller, Autobahnleitplanken und Ähnliches. Und wenn dann die Autobahnleitplanke irgendwie zerbröselt, dann kommt das Zerbröselte eben auf die Deponie. Es gibt auch hochwertiges Recycling von Kunststoffen. In der gerade diese Woche ausgestrahlten Sendung mit der Maus war das Beispiel zu sehen, dass aus recyceltem Kunststoff im Zusammenspiel von Firmen in sächsischen Städten mit einer Firma in irgendwo Russland oder Weißrussland war es, ein Kunststoffmaterial entsteht, das dann als Faser verwendet werden kann, aus dem dann zum Beispiel die Anzüge der Saaldiener im Deutschen Bundestag hergestellt werden. Das ist ein klarer Fall von Upcycling, obwohl es natürlich dann so ist, wenn die Livree sozusagen ausgedient hat, wäre die Frage, ob die dann wiederum wiederverwertbar ist, wahrscheinlich schwieriger zu beantworten, weil Fasergemische, die nicht aus einheitlichem, also Stoffe, Kleidungsstücke, die nicht aus einheitlichem Material hergestellt sind, in der Regel deutlich schwieriger wiederzuverwerten sind als Stoffe aus 100% Baumwolle oder 100% Leinen. Upcycling bedeutet, dass aus dem Abfall ein qualitativ höherwertiges Produkt besteht. Also das Beispiel aus der Technikgeschichte ist das Einsammeln von Lumpen, die eben aus Leinenfasern gemacht worden sind, und das Aufarbeiten dieser Lumpen zu Papier. Eindeutiger Fall von Upcycling. So, nachdem wir uns über Recycling, Downcycling und Upcycling verständigt haben, der Verweis auf die Dissertationsschrift von Engelbert Schramm im Namen des Kreislaufs. Engelbert Schramm, ein Urgestein der deutschen Umweltgeschichte, ist in diesem Werk der Ideengeschichte der Modelle von ökologischen Kreislauf nachgegangen. Und diese Kreislaufvorstellungen sind in der Geschichte natürlich schon sehr früh zu finden. Also die stehen nicht die Nutzung des Feuers wird als der eigentliche Übergang des Menschen vom Dasein eines Tieres in das Menschsein betrachtet, aber die Entwicklung von Zeitvorstellungen gehört nach meinem Urteil ebenfalls in diese Kategorie
Und es gibt eben zyklische Zeitvorstellungen, also der Ablauf von Jahreszeiten zum Beispiel. Und es gibt linear gerichtete Zeitvorstellungen, die zumeist dann im religiösen Bereich eine maßgebliche Rolle spielen. Und bei zyklischen Zeitkonzepten gibt es die fünf Zeitalter, das Goldene, das Silberne, das Eherne oder Eschene, das Heroische und das Eiserne Zeitalter. Und wenn das Eiserne, das Ganze ist also mit einem sozialen Abstieg der Menschheit verbunden, im Goldenen Unsterblichkeit, alles in Ordnung, im Silbernen ist die Sterblichkeit eingekehrt, aber die Menschen leben noch unglaublich lange in Glückseligkeit und Frieden, dann gerät sozusagen die Welt in Anführungszeichen in Unordnung, das heißt Konflikte, Kriege, Streitigkeiten tauchen auf, das ist dann eher das Eschene oder Erzene Zeitalter, die Herzen der Menschen verhärten sich wie Eschen oder Erz. Dagegen gibt es dann einige Menschen, die gegen diese, gegen diesen sozialen Abstieg ankämpfen. Das sind also die Heroen, die Helden, deshalb das Zeitalter der Helden. Die scheitern aber am Ende und deshalb bleibt die menschliche Gesellschaft in Gänze, in Neid, Missgunst, Krieg zurück. Und die Menschen sterben jetzt unglaublich früh, wenn man das mit den Lebensdauern zum Beispiel im silbernen Zeitalter vergleicht. Und die Hoffnung besteht aber, dass eines Tages, wenn die Gesellschaft geläutert ist, das goldene Zeitalter wiederkommt. Nachzulesen bei Hesiod, Werke und Tage, 8. Jahrhundert vor unserer Zeit. Und die gedankliche Fortsetzung findet sich eben bei Janis Joplin. Alles, was wir erzählt bekommen, everything we've been told is, tomorrow will be everything better or will be best. But as we all know, this tomorrow will never come. It's always the same fucking tomorrow. Okay, also das goldene Zeitalter kommt nicht wieder, legt aber den Gedanken für Kreisläufe. Und diese Kreisläufe in kürzeren Abständen, in den Jahreszeiten gedacht, spielen, wenn wir die Geschichte hinweg durcheilen, natürlich eine sehr große Rolle. Also zum Beispiel spielt die Geschichte des Kreislaufs bei der Entdeckung des Blutkreislaufs durch William Harvey, 17. Jahrhundert, spielt die Kreislaufidee eine zentrale Rolle, weil das Blut wird also nicht im Körper pausenlos neu erzeugt und dann wieder verzehrt, sondern die Überlegung und die Entdeckung ist, dass immer etwa dieselben 7 Liter im Kreis geführt werden, dass das Herz als Pumpe funktioniert und dass auf diese Art und Weise ein Blutkreislauf besteht. Und aus diesem Blutkreislauf leitet sich dann ökonomisch der Geldkreislauf ab, weil so wie das Blut im Körper zirkuliert, zirkulieren die Gold- und Silbermünzen in der Gesellschaft und dienen eben dazu, Dienstleistungen oder Güter zu bezahlen. Und an dieser Stelle sei an dem Frankfurter Baron Rothschild zugeschriebene Sentenz erinnert: Ihr Geld ist nicht weg, mein Lieber, es hat nur ein anderer. Und nichts bringt eigentlich schöner diesen Kreislaufgedanken des Geldes am Ende auf den Punkt. Natürlich kann zum Beispiel Geld aus diesem Kreislauf auch ausgeschieden werden, indem sie es auf zu Hause horten, aufs Sparkonto bringen. In früheren Zeiten sind Münzschätze angelegt worden, beziehungsweise Metallschätze. Der Urmensch, der als Ötzi bekannt geworden ist, hatte also Metallstangen mit im Gepäck, sozusagen als Währungsreserve. Ab und an wird mal wieder ein Gold- oder ein Silberschatz beim Pflügen gefunden. Es ging also um das Anbinden von Wert an etwas Materielles
Und Silber war dafür eigentlich eine sehr gute Basis, denn es war schwierig zu gewinnen, aber doch häufig genug, dass man es vielen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand drücken konnte. Goethe in Faust 2 mokiert sich dann über die Einführung des Papiergeldes. Und wenn wir also jetzt bei der Kreislaufführung sind, dann ist die Abschaffung des Bargeldes immer noch ein Punkt, der nicht mehr so laut diskutiert wird, aber in der jetzigen Corona-Krise wird also gewünscht, dass bargeldlos gezahlt wird. Jetzt kann man bargeldlos auf verschiedene Art und Weise bezahlen. Man verfügt über eine Kreditkarte, die man nur an irgendein Lesegerät dran zu halten braucht. Und der Betrag wird abgebucht, ohne dass Sie noch irgendeine PIN eingeben müssen. Oder Sie müssen eine PIN eingeben. In dem Fall ist es auch nicht mehr kontaktfrei und Sie können ganz beruhigt zum Bargeld greifen. Untersuchungen der Europäischen Zentralbank haben im Übrigen ergeben, dass irgendwelche Krankheitskeime an Bargeld deutlich kürzer haften, als das an anderen Objekten der Fall ist. Also, dass sie sich in irgendeiner Weise während der Corona-Krise durch den Verzicht des Bargeldgebrauchs schützen können, das kann man als Argument vergessen. So, Abschaffung des Bargeldes wird damit gerechtfertigt, dass das Münzmetall dann anderen Zwecken zur Verfügung stünde. Ja, das kann ja sein. Aber dann betrachten wir mal das Schicksal der anderen Zwecke, denen das Metall dann zur Verfügung steht, nämlich die Art und Weise, wie der Elektroschrott derzeit in Deutschland gesammelt wird und entsorgt wird. Und dann sehen wir, dass der Elektroschrott mitnichten so behandelt wird, dass die Substanzen und die Metalle im Lande bleiben, sondern der Elektroschrott wird nach Afrika und Asien exportiert, dort unter menschenunwürdigen Bedingungen aufgearbeitet. Fußnote: Die Hälfte der 15-Jährigen in Mumbai hat eine Bleivergiftung, was aus den daher rührt, dass praktisch die Aufarbeitung europäischen Elektroschrotts und Altmetallschrotts mit Methoden funktioniert, wie sie ansonsten aus den Lehrbüchern von Georg Agricola bekannt sind, beziehungsweise eigentlich am offenen Feuer das Ganze passiert und abgeröstet wird. Und dann kann man sich ja fragen, wo das Kupfer, das in den 1- und 2-Cent-Münzen enthalten ist, besser aufgehoben ist. Ist es in den 1- und 2-Cent-Münzen besser aufgehoben oder ist es in irgendwelchen Elektrogeräten aufgehoben, die dann fein verteilt werden und gemäß des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik über den Erdball wieder verteilt werden und es hinterher viel schwieriger ist, die Kupfermenge, die in einer 2-Cent-Münze vorhanden ist, aus der Mülldeponie wieder rauszubekommen, wo das Elektrogerät drauf abgefackelt ist. Wir sollten noch eine Zeit lang unser Bargeld behalten. Bargeld bedeutet immer Freiheit. Und das Anarchistischste, was Sie im Moment machen können, ist, in einen Buchladen zu gehen, ein gedrucktes Buch zu kaufen und das bar zu bezahlen. Weil auf diese Art und Weise ist weder kontrollierbar, was Sie kaufen, noch dass Sie es überhaupt gewesen sind, der es gekauft hat. Und diesen geringen Grad von Anarchismus, der sozusagen in den allerbesten Kreisen ohne nachteilige gesetzliche Folgen praktiziert werden kann, sollten wir uns weiter leisten. So, zurück zu Müll und Abfall und zu Kreislaufwirtschaften, also Engelbert Schramm im Namen des Kreislaufs. Der Blutkreislauf, der Münzkreislauf, danach kam dann der Wirtschaftskreislauf hinzu. Und diese ganzen Kreislaufmodelle führten dann auch dazu, dass es tatsächlich in der Bundesrepublik Deutschland das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz gegeben hat, was sprachlich das bis dahin gültige Abfallgesetz abgelöst hat. Denn Kreislaufvorstellung, lineare Vorstellung, Abfall war etwas, ja, wir haben Abfall immer noch nicht definiert, Abfall war etwas, was Menschen loswerden wollten.
Und dieses Loswerden kann man, also man kann seinen Abfall loswerden, indem man ihn wegwirft. Entweder in früheren Jahrhunderten in die Landschaft. Es gibt Menschen, die immer noch nicht verstanden haben, dass diese Zeiten vorüber sind und den Müll immer noch in die Landschaft werfen. Das ist also keine gesellschaftlich zu tolerierende Verhaltensweise. Das heißt, man übergibt seinen Müll irgendwelchen Sammelbehältern. Über das Schicksal dessen, was mit dem Müll in dem Sammelbehälter passiert, werden wir noch reden. Stichwort getrennt sammeln, vereint deponieren oder verbrennen. Aber man wirft seinen Müll also weg. Und damit ist der Müll aus dem Kreislauf, aus einem Kreislaufsystem ausgeschleust. Die weggeworfene Mineralwasserpfandflasche, zum Beispiel weil sie zerbrochen ist, kann nicht mehr im Kreislauf geführt werden. Und wenn sie in den Altglascontainer kommt, dann kann sie noch im Glaskreislauf geführt werden. Und wenn sie in die normale Mülltonne kommt, weil man die Scherben nicht bis zum Altglascontainer tragen möchte, dann ist sie diesem Kreislauf eben vollständig entzogen. Und das bedeutet, Abfall ist also etwas, was das einzelne Individuum loswerden möchte. Das ist in der Rechtssprache der subjektive Abfallbegriff. Ich möchte mich dieser Dinge entledigen. Jetzt gibt es aber Dinge, zum Beispiel alte Autobatterien, Lackreste, Reste von Verdünnungsmitteln und Ähnliches. Da herrscht die Vorstellung, das können wir doch in Zukunft nochmal verwenden. Also Dinge, die eigentlich Substanzen, Gegenstände, die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind, die ihre Funktionsfähigkeit verloren haben und deshalb weggeworfen werden könnten, werden aber nicht weggeworfen aufgrund einer individuellen Entscheidung des Besitzers oder auch des Eigentümers. Diese Unterscheidung spielt hier erstmal keine Rolle. Jetzt kann man ein verrostetes Auto zum Beispiel natürlich für einen gewissen Zeitraum auf seinem eigenen Grundstück aufbewahren. Da spricht kein Gesetz dagegen, solange von diesem vor sich hin rostenden Auto keine Gefahr für die Umwelt ausgeht. Die Gefahr geht zum Beispiel dann aus, wenn der Tank durchgerostet wäre und das Benzin oder der Dieselkraftstoff in den Boden gelangt, auf dem das Auto steht, oder wenn der Motorblock in Mitleidenschaft gezogen wird oder die Ölwanne und dann eben das Öl als Betriebsmittel austreten würde. Es kann auch sein, dass durch den Vorgang des Rostens Lackteile, Lackreste in den Boden gelangen. Dann hat, vielleicht sind an dieses Autowrack Jugenderinnerungen geknüpft, ja, das erste Mal im Autokino und was da sonst noch alles passiert sein mag, dann kann sich das betreffende Individuum vielleicht nicht von dieser Materie trennen. Allerdings greift hier dann der sogenannte objektive Abfallbegriff. Der objektive Abfallbegriff sagt, selbst wenn das Individuum der Auffassung ist, das Material oder das Artefakt sei noch lange nicht Abfall, weil das könne ja noch zu irgendwas Nütze sein, sagt der objektive Abfallbegriff, es ist aber sehr wohl Abfall und gehört in irgendeiner Weise entsorgt. Die Sorge um dieses Ding muss dem Besitzer, dem Eigentümer genommen werden. Zum Beispiel durch eine polizeiliche Zwangsräumung dieses Autowracks von einem Grundstück, weil auf diese Art und Weise Gefahren für die Umwelt abgewendet werden. Die Frage ist immer, wo die Grenzlinie zwischen subjektivem und objektivem Abfallbegriff verläuft. Und weil das letzten Endes eine Frage ist, die Eingriffe in Eigentumsrechte bedingt, ist man jedenfalls in Deutschland sehr zurückhaltend in der Auslegung dieser Frage. So, es gibt also Dinge, die eigentlich weggeworfen werden müssten, beziehungsweise einer weiteren Verarbeitung zugeführt werden müssen.
Wir gehen jetzt mal davon aus, wir tun jetzt mal so, als wäre uns klar, was Abfall ist, also irgendwas, was weggeworfen wird. Und dann ist natürlich die Frage, wo kommt dieses irgendwas, was weggeworfen wird, denn hin, wenn es weggeworfen wird? In früheren vorindustriellen Zeiten war das häufig kein Problem. Da hat man es auf entweder den Komposthaufen oder einen Erdhaufen oder in ein Erdloch geschüttet und sich selbst überlassen. Die meisten Substanzen waren organisch, also Leder ist organisch, wenn es mit Urin gegerbt wird, ist es organisch. Kleidungsstoffe sind organisch, Glas ist eben anorganisch, aber spielt insofern eine untergeordnete Rolle. Also gut, man kann sich dann dran schneiden, aber es hat was, es kontaminiert weder das Wasser, noch würde es einer künftigen Nutzung des Bodens entgegenstehen, wenn man da zum Beispiel Feldfrüchte anbauen würde oder ähnliches. So, das ist zum Beispiel auch in einer Oasenwirtschaft der Fall. Das heißt, wenn Müll anfällt, dann kann man den Müll einfach auf den Haufen werfen, den ein paar Mal umsetzen und hat dann wieder Dünger gewonnen, den man in der Oase ausbringen kann. Das Ganze ändert sich mit der beginnenden Industrialisierung, wenn Substanzen entstehen, die langlebig sind und die nicht auf natürlichem Wege, und das bedeutet in der Regel durch bakterielle Zersetzung, umgewandelt und abgebaut werden können. Das sind in Größenordnungen zum Beispiel Aschen aus Verbrennungsprozessen, die eben nicht im Winter ausgebracht werden oder auf den Acker gebracht werden, um umgegraben zu werden, sondern bei verdichteter Wohnbebauung und zunehmender Konzentration der Bevölkerung in den Städten gibt es keine Möglichkeit mehr, innerhalb der Stadt alle anfallende Asche loszuwerden. Also muss die irgendwohin abgefahren werden, abtransportiert werden. Also Aschen. Mit zunehmendem Maße Glas, mit zunehmendem Maße Metalle und mit dem Aufkommen von der Baumwolle als Faser gegenüber der bisher verwendeten Leinenfaser entfällt eine Rohstoffgrundlage für die Papierherstellung, weil aus Baumwolltextilien kein Papier hergestellt wird. Deshalb der Zugriff auf Holzvorräte für die Fasergewinnung, Stichwort Sulfidzellstoffverfahren. Man erinnert sich an den entsprechenden Beitrag hinsichtlich der Abwasserbehandlung. So, das heißt, die Rohstoffbasis für diverse Verfahren ändert sich im Rahmen der Industrialisierung. Mit dieser geänderten Rohstoffbasis fallen auch geänderte Abfallzusammensetzungen an. Trotzdem ist bis in weite Bereiche des 20. Jahrhunderts hinein der Anfall der Abfall noch weitgehend organisch, wird aber zum Beispiel durch gebrauchte Blechbüchsen oder Konservengläser langsam mit Substanzen durchsetzt, die so nicht mehr auf einen Acker ausgebracht werden können, was in der Literatur zu Klagen führt. Man sei noch nicht in der Stadt, könne aber aufgrund der sich veränderten Felder deutlich erkennen, dass man sich einer Stadt nähert, wenn man schaut, wie viele Metalldosen, Gläser und Papier und Lumpen sich mittlerweile auf den Äckern befinden. So, das bedeutet also, es ist erforderlich, dass Abfälle aus Siedlungsstrukturen heraustransportiert werden und da bieten sich und irgendwo abgelagert werden. Jetzt entstehen Siedlungen ja nicht sozusagen aus der Luft heraus, sondern für Siedlungen ist Rohmaterial erforderlich und das ist entweder Holz als Baumaterial oder man geht dann zur Verwendung von Backsteinen über. Und wenn Backsteine hergestellt werden, dann gibt es Lehm- und Tongruben, die entstehen. Also ist die Überlegung,
dass in solche Lehm- und Tongruben Abfälle eingelagert werden. Und diese eingelagerten Abfälle, soweit sie den bisherigen Kriterien entsprechen, verursachen wenig Belastung. Eine maßgebliche Belastung kommt mit der Entwicklung der Gasbeleuchtungstechnik hinzu, weil die Kohle, die als Rohstoff verwendet wird und die verwendet wird, damit aus ihr der Brennstoff Gas entsteht, lässt dann eine teerartige Substanz übrig, und diese teerartige Substanz muss also irgendwo hin verbracht werden. So viele Schiffe können nicht gebaut werden, dass der ganze Teer verwendet wird, und deshalb ist die erste Überlegung, zum Beispiel in Großbritannien, den Teer aus solchen Gasanstalten im Meer zu versenken. Es wird auch gemacht. Resultat ist Fischsterben. Wenn kein Meer zur Verfügung ist, wird der Dorfteich genommen. Resultat ist Fischsterben. So, also eine sehr unangenehme Begleiterscheinung. Zudem verbreiten sich die in den Resten dieser Gasmassen enthaltenen Substanzen im Grundwasser weiter. Stichwort Phenole, und das führt zum einen zur Geruchsbeeinträchtigung und zur Geschmacksbeeinträchtigung und nachfolgend zur Gesundheitsbeeinträchtigung. Die Lösung scheint nach etwa 50 Jahren Gasanstalten gefunden, und zwar die Entdeckung der Farbe Mauvein durch William Perkins. Und dieses Mauvein läutet die Ära der Teerfarbstoffe ein. Wir brauchen jetzt keine Erörterungen über die Entwicklung der Chemie der Teerfarbstoffe, aber Teer wird zum begehrten Rohstoff, und das stellt auch Karl Marx im Kapital fest. Aus dem vormals nutzlosen Teer entwickelt die chemische Industrie nun Farben und Medikamente. Und trotzdem bleibt immer noch genügend Teer und genügend Abfallmaterial übrig, und auch aus den sich ausbreitenden Gasanstalten kommt dieses Material, und am Ende des Tages wird solches Material zur Wegebefestigung mitverwendet und mit entsprechenden Zuschlagstoffen versehen als Asphalt oder als Teerstraße ausgebracht. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir diesen Gedanken uns noch behalten. Auch Schlacke und Salze aus Müllverbrennungsanlagen werden zum Beispiel im Wegebau, also die Schlacke jedenfalls im Wegebau, eingesetzt. Und das bedeutet, sofern nicht teurer Deponieraum in Anspruch genommen werden soll, ist Straßenbau ein unabdingbares Erfordernis, damit Abfälle aus einer Müllverbrennungsanlage verwertet werden können. Sonst wären sie nämlich einfach nur Abfall. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein Recycling, ist das gar ein Upcycling oder ist es doch nur ein Downcycling? Die Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber hat eine Studie publiziert über das Entstehen des sogenannten Kesselsandes. Kesselsand hieß früher mal Flugasche und war also das, was ein Kohlekraftwerk über seinen Schornstein abgegeben hat und damit die Umgebung verpestet hat und belastet hat. Dann wird der Kesselsand ausgefiltert und als Ersatzbaumaterial verkauft. Der Kesselsand wird zum Produkt. Er dient dann als Material zur Landschaftsgestaltung. Und das bedeutet, der Braunkohletagebau, aus dem bislang die Braunkohle entnommen wurde, mit einem nicht ganz so günstigen Brennwert, wird dadurch wieder aufgefüllt, indem man nicht die Flugasche in ihm deponiert, sondern den Kesselsand zur Landschaftsgestaltung verwendet.
Wie gesagt, Flugasche war Kesselsand, bevor Flugasche als Kesselsand bezeichnet wurde, weil in der Sanierung des Tagebaus dann für die Flugasche ein paar wenige Pfennige Geld bezahlt worden sind. Wir sind noch in der D-Mark-Pfennigzeit, nicht in der Euro-Cent-Zeit. Und deshalb ein anderer Name mit einer anderen Eigenschaft. Materiell ändert sich aber gar nichts an der Substanz, die dann ausgebracht wird. So, trotzdem ist sie jetzt Produkt und kein Abfall mehr. Und die Verwertungskette ist dann in dem Moment geschlossen, in dem der neue Hügel aufgeschüttet wird und man in der Niederlausitz dann wieder Schlitten fahren kann. Es gibt einen, ja, Werbespot kann man es nicht nennen, es gibt ein Video, mehrere Videos der 1990er Jahre, in denen die Lausitzer Braunkohle AG, die Laubag, ihre Tätigkeit des Braunkohletagebaus tatsächlich damit rechtfertigt und verteidigt, dass man sonst in der Niederlausitz kann Schlitten fahren können im Winter. Und da kann man doch sagen, naja, wenn das wirklich der Sinn und Zweck ist, das kann man viel einfacher und viel billiger haben, als so eine Abraumförderbrücke durch die Landschaft zu schicken. Nun gut, also Umbenennung, Umbezeichnung macht ein verändert eine Substanz nicht materiell, macht sie aber vom Abfall zum Wertstoff, weil irgendjemand etwas dafür bezahlt, um sich in den Besitz dieser Substanz zu setzen. Und so ähnlich ist es dann eben auch mit dem Plastikmüll zum Beispiel, der seit Aufkommen des PVC und dann nachfolgend 1950er Jahre Natta-Ziegler-Katalysatoren als Stichwort Herstellung von Polyethylen bei niedrigen Temperaturen und Drücken das Aufkommen von Polyethylen begünstigt. Und Plastikflaschen sind eben entweder Abfall, dann werden sie weggeworfen, oder sie sind gefragter, kostbarer Wertstoff, dann werden sie für wenige Cent pro Kubikmeter oder Tonne gekauft und nach Südostasien verschifft, um dort an irgendeiner Küste angeblich Land aufzuschütten, auf dem dann die nächsten Hochhäuser gebaut werden. Ich halte das aus meiner umwelthistorischen Beurteilungskompetenz für mehr als fragwürdig. Früher hätte man mal gesagt, auf Sand gebaut. Ja, diese Veränderung des Abfalls spiegelt sich an einem Parameter wider, der für, ja, man kann sagen, 150 Jahre fast jetzt im Rampenlicht steht, nämlich dem sogenannten Brennwert des Abfalls. Die Abfälle bei wachsender Bevölkerung, urbaner Verdichtung, nehmen überhand und deshalb kommt es zur Einrichtung eines ersten mobilen Müllverbrennungsofens. Martin Melosi, Garbage in the City, hat über die Entwicklung dieser in Anführungszeichen Technik berichtet. Man hat also einen mobilen Ofen, der von Pferden gezogen durch die Straßen rumpelt und dann, ob er gerumpelt ist, weiß ich nicht, aber durch die Straßen fährt und dann seine Dienste der Abfallbeseitigung anbietet, indem in der Straße der Müll der Wohnung dann verbrannt wird. Stationäre Müllverbrennungsanlagen entstehen in der Folge und 1892 ist in Hamburg die erste Müllverbrennungsanlage des europäischen Kontinents in Betrieb gegangen. Hamburg wird dann die Stadt der Müllverbrennungsanlagen. Man errichtet recht schnell eine zweite Anlage in einem Stadtteil, der heute zum erweiterten Innenstadtbezirk oder zum äußeren Ring um die Innenstadt gehört. Damals war aber der heutige Hamburger Stadtteil Wandsbek noch eine eigenständige Stadt
Und die Hamburger haben dann ihre zweite Müllverbrennungsanlage direkt an die Grenze zu Wandsbek gebaut, also im Hamburger Osten. Und dann sind die ganzen Abgase nach Wandsbek hinübergeweht worden. So, Müllverbrennung, der Brennwert, um diesen Gedanken zu Ende zu führen. Die Frage ist eben, bei wie viel Kilokalorien pro Tonne oder Gigajoule pro Tonne der Heizwert von Abfall liegt. Und darüber gibt es Statistiken, die zum Beispiel von der Interessengemeinschaft der Betreiber thermischer Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland, ITAT, in Umlauf gebracht worden sind. Und zum Beispiel der Heizwert in Kilojoule pro Kilogramm, ja, so bei 10.000 Kilojoule. Und diese Heizwerte, die sozusagen dann durchdiskutiert werden, die haben das ist das Grenzwertbuch, okay. Diese Heizwerte, die führen dann eben dazu, dass man über die Entwicklung dieser Heizwerte Aufschluss über die Zusammensetzung des Mülls gewinnen kann. Und in Krisenzeiten ist der Heizwert naturgemäß geringer. Also in den 1920er Jahren wird in Berlin eine Müllverbrennungsanlage in Berlin-Schöneberg geschlossen, weil diese Müllverbrennungsanlage über die ersten 4 Jahre, 1921 bis 1924, 4 Jahre, 365 Tage hat das Jahr, das sind etwa 1460 Tage, die die Anlage in Betrieb hätte sein können. De facto war sie 279 Tage in Betrieb und diese Müllverbrennungsanlage ist dann geschlossen worden, weil der Heizwert des angelieferten Mülls viel zu gering gewesen ist. Und das ändert sich allerdings zu Zeiten, das ist die Zeit der Hyperinflation. Das heißt, alles, was irgendwie verbrannt werden kann, wird also zu Hause im eigenen Ofen verheizt und spendet Wärme. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass zu den Zeiten, in denen es der Bevölkerung schlecht geht, die Heizwerte eben des Mülls geringer sind. Und wenn es den Menschen besser geht, werden die Heizwerte automatisch höher. Und das bedeutet, dass, ich habe jetzt leider die Zahl nicht gefunden, aber das bedeutet, dass in den 1960er Jahren der Heizwert des Mülls in der Bundesrepublik historisch gesehen einen Höchststand erreicht hat. Und zwar sind das nicht Kilojoule, sondern Kilokalorien. Man ist also etwa bei 12.000 Kilokalorien angelangt und das kommt durch den erheblichen Anteil an Plastikmüll, der im Abfall mit vorhanden ist. Und dieser Anteil an Plastikmüll wird zum einen getragen durch die Kunststofftaschen, durch aufkommende Kunststoffflaschen, der erste Tetrapack 1951, wenn ich mich recht entsinne. Und außerdem wird die bisherige Leinen- oder Baumwollwindel durch Kunststoffwindeln, Stichwort Pampers, was ja kein Markenname mehr ist, sondern eine Produktbezeichnung in der Zwischenzeit, abgelöst. Und das bedeutet, dass natürlich, wenn Kinder im Hause vorhanden sind, vorzugsweise die Frauen ganz dramatisch entlastet werden, weil wer steht schon gerne ohne Waschmaschine? Verbreitungsgrad der Waschmaschine in den Haushalten ist noch relativ gering. Wer steht gerne ohne Waschmaschine am Herd und kocht verschmutzte Windeln aus, die vorher mit Ochsengallseife gewaschen worden sind, um dem
süßen kleinen Kinder der Familie wieder ein fröhliches Tagewerk sozusagen bescheren zu können. Ja, der Brennwert des Mülls nach dieser Hochphase geht also langsam wieder zurück und ist so bei etwa 10.000 Kilojoule häufig anzutreffen in der Jetztzeit. Und das bedeutet eben, dass in einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Fällen zugefeuert werden muss. Also entweder Gas oder Öl, Kohle nimmt man eigentlich nicht mehr. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Anlagen, in denen der Müll thermisch behandelt wird, nicht mehr Abfallverbrennungsanlage heißen, sondern Heizkraftwerk. Ja, früher hieß es nochmal Müllheizkraftwerk. Jetzt ist es eine thermische Abfallverwertungsanlage zum Beispiel. Und auf diese Art und Weise wurde in der Bundesrepublik alt intensiv darüber diskutiert, ob nicht die sogenannte thermische Behandlung eine Form des Recyclings sei, und es wurde der Begriff des thermischen Recyclings geprägt. Gut, wenn man jetzt Einstein E gleich MAC Quadrat zugrunde legt, dann mag das seine Berechtigung haben, aber ansonsten wird da eigentlich gar nichts thermisch recycelt. Wenn man nicht sagt, okay, der Wassergehalt im Müll wird jetzt als Wasser an die Atmosphäre zurückgegeben und ansonsten wird CO2 an die Atmosphäre zurückgegeben, das früher mal in Kohle oder Erdöl gebunden gewesen ist, bevor es dann in Produkt umgewandelt worden ist. Also das wäre schon ein Recycling in recht großem Maßstab, und deswegen ist es eigentlich nicht opportun, derartige Verfahren als Recyclingverfahren zu bezeichnen. Müllverbrennungsanlagen haben im Übrigen eine technische Entwicklung durchlaufen, die mit der Katastrophe in Seveso in Verbindung steht. Seveso, 10. Juli 1976, schon mal hier erwähnt, Freisetzung erheblicher Mengen Dioxin. 2,3,7,8 Tetrachlordibenzodioxin, eines der stärksten Gifte, das der Menschheit bekannt ist. Nur Schimmelpilze in Walnüssen sind wohl noch ein bisschen stärker giftig. Aber Müllverbrennungsanlagen zählten um 1990 herum in Nordrhein-Westfalen neben den Stahlwerken zu den größten Dioxinemittenten. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde dann begonnen, Elektroschrott aus dem Hausmüll auszuschleusen und insbesondere Kupferkabel mit PVC-Litze. Da Dioxine, also man hat dann auch durch intensive Untersuchungen herausbekommen, dass Dioxine im Rauchgas in der Abkühlphase des Rauchgases entstehen, bevor sie dem Schlot zugeleitet werden, aber das Verbrennen von Kupferkabel in der Müllverbrennungsanlage ist quasi so, als wolle man Dioxine erzeugen und nicht als wolle man Müll beseitigen. Die Zahl der Müllverbrennungsanlagen in Deutschland ist bei etwa 50 relativ konstant geblieben. Allerdings ist es nur deshalb möglich gewesen, weil ein Großteil des Mülls mittlerweile sprachlich zu Wertstoffen umgedeutet wurde. Was ist nämlich mit dem Müll passiert? Müllfraktionen wurden zum Beispiel in alte Bergwerksanlagen verbracht. Und deshalb waren sie kein Müll mehr, sondern sie waren Wertstoff, weil sie nämlich in der alten Grubenanlage Hohlräume ausgefüllt haben. Das Argument ist, man will die Anlagen sozusagen stabilisieren, um Bodensenkungen zu vermeiden. Und deshalb ist die eingebrachte Fraktion ein Wertstoff. Und das Interesse der Geländestabilisierung steht im Vordergrund vor der Beseitigung des Mülls. Es hat in einem Zementwerk in Warstein den Fall gegeben, dass also entsprechende Gesetze wurden geändert, und das bedeutete, dass 25% Ersatzbrennstoffe in Drehrohröfen von Zementwerken aufgegeben werden konnten. Und Ersatzbrennstoffe sind zum Beispiel Altöle, aber auch alte Autoreifen.
Und die Warsteiner Brauerei hat dann gegen die Verwendung der Altautoreifen geklagt, beziehungsweise hat diese anhängige Klage unterstützt. Die Klage ist dann abschlägig beschieden worden, obwohl verfahrenstechnisch berechnet werden konnte, dass aus der Verbrennung der Altautoreifen keine Energie für die Verbrennungsvorgänge im Zementdrehrohrofen freigesetzt wird, sondern dass der Energiebedarf bei der Verbrennung der Reifen höher ist als das, was im Verbrennungsprozess frei wird, es sich mithin nicht um einen Ersatzbrennstoff handelt, sondern das Beseitigungsinteresse des Abfalls im Vordergrund steht. Das Gericht war dieser Argumentation leider nicht zugänglich. Das muss man mal so stehen lassen. Ja, also Frage, was ist Müll, was ist Abfall? Wären diese Altreifen objektiv Abfall gewesen? Und wenn sie objektiv Abfall sind, dann sind sie, indem sie wieder zum Ersatzbrennstoff wurden, wieder zum Produkt geworden. Und deshalb ist der Zementdrehrohrofen kein Mittel der Abfallbeseitigung, sondern immer noch der Herstellung von Zement. Also der Grad, entlang dessen argumentiert wird, ist manchmal sehr schmal. Jetzt müssen, dann kommen wir auf ein Thema zurück, was schon mal angesprochen wurde, diese Abfälle ja in irgendeiner Weise gesammelt und aufkonzentriert werden. Und dieses Sammeln und Aufkonzentrieren ist zum Beispiel in der heutigen Zeit ein Problem, wenn Elektroschrott bearbeitet werden soll. Wenn also Mobiltelefone zusammengeführt werden sollen, das könnte immerhin wichtige Rohstoffe, also Gold, Platin, Silber, Rhodium zum Beispiel bringen, vielleicht auch Iridium, eventuell auch Palladium, das weiß der Professor Stelter letzten Endes besser, Kupfer geht auch noch, aber das sind sie eigentlich schon alle. Und also eigentlich Kupfer, Gold, Platin und Rhodium sind die vier, um die es zur Hauptsache geht. Das Problem besteht aber darin, dass man nicht allzu viel dieser Substanzen im Mobiltelefon braucht und dass deshalb die Menge der eingesammelten Mobiltelefone sehr groß sein müsste, um wieder einen Prozess der Aufarbeitung wirtschaftlich gestalten zu können. So. Deshalb, und vor diesem Problem hat man grundsätzlich auch gestanden zu dem Zeitpunkt, als der Müll eingesammelt wurde und abtransportiert worden ist. Die Alternative, der Müll wird in die Straße geworfen. Da wird dann immer in der Umweltgeschichte als Musterbeispiel meine Heimatstadt Frankfurt am Main zitiert, wo der Rat mehrfach Verordnungen erlassen hat, dass der Unrat nicht auf die Straße zu kippen ist, weil die freilaufenden Schweineherden in der Stadt zu großen Belästigungen der Anwohner geführt haben. Ja, das mag so sein. Gut, die Schweine sind mittlerweile auch verdaut. Aber der Unrat wird also gesammelt und irgendwohin weggefahren. Da muss es erstmal Menschen geben, die diesen Unrat sammeln. Und es muss sich für diejenigen, die den Unrat sammeln, auch lohnen, dass sie ihn sammeln. Also der älteren Generation ist noch der Ruf Lumpen, Alteisen, jetzt mal dialektisch nicht gefärbt im Ohr. Das heißt, der Lumpensammler, der Alteisensammler, der durch die Straßen zieht und einfach kostenfrei das Altmetall und die alten Lumpen mitnimmt, die man loswerden möchte. Hat sich heute durch die aufgestellten Sammelcontainer als Berufsbild erledigt. Das Sammeln von Altmetall war im Übrigen eins jener Berufsfelder, das die christlich geprägte Gesellschaft ihren jüdischen Mitbürgern noch offen gelassen hat. Der Metallbedarf in der Industrialisierung hat aber dann dazu geführt, dass Unternehmen aus diesem Tätigkeitsbereich heraus gegründet wurden, die ihren Ursprung in dieser Ausgrenzung der Bevölkerung heute nicht mehr erkennen lassen. Also die Metallbank zum Beispiel,
ist eine derartige Gründung die Metallurgische Gesellschaft. Und es ist eben auch interessant, dass in beiden Bereichen durchaus Absolventen der Bergakademie Freiberg Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ihr Auskommen und ihre Arbeitsstelle gefunden haben. Die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt ist aus einer anderen Quelle hervorgegangen, aber das ist sozusagen das Aufarbeiten, das Sammeln und Aufarbeiten metallischer Rückstände. Ansonsten wird der Abfall gesammelt, eventuell getrennt nach Asche, die vielleicht sogar noch warm ist oder brennende Bestandteile enthält, ansonsten dem Restmüll und ansonsten zeitweise vor Entwicklung der Kanalisation und der Schwemmkanalisation die festen und flüssigen Abfälle. In Paris wird der Kot der Einwohner zu Poutret verarbeitet. Poutret ist ein Kotbrikett, der dann wieder zum Heizen verkauft worden ist. Also die Verwendung andernorts von Kameldung zum Heizen wird in einer der zentralen, einer der europäischen Metropolen durch diese sogenannte Poutret aufgearbeitet. Nachzulesen im Übrigen bei Gottfried Hösel, Unser Abfall aller Zeiten. Hösel hat auch das Abfallgesetz juristisch kommentiert, aber das nur am Rand. So, dieses Zusammenklauben der Abfälle muss natürlich dazu führen, dass die Abfälle irgendwohin verbracht werden. Wir waren vorhin bei den Lehm- und Tongruben, also sie werden an den Rand oder außerhalb der Stadt verbracht. Und wenn die Stadt wächst, muss der Rand weiter sich vom Stadtzentrum entfernen. Das kann dazu führen, dass die Entfernung im Zeitalter der Industrialisierung auf Dutzende bis Hunderte Kilometer anwächst und zum Beispiel die DDR einen schwunghaften Müllhandel mit der Bundesrepublik eingegangen ist, und zwar indem der Müll der Bundesrepublik von der DDR gegen Devisen aufgenommen und deponiert wurde. Und wenn man auf die Karte des Umweltbundesamtes schaut von 1988 über den Standort von Mülldeponien, dann kann man erkennen, dass zum Beispiel in Sachsen und Thüringen an der heutigen sächsisch-thüringischen Grenze ein gehäuftes Vorkommen ist, aber auch zum Beispiel im Landkreis Salzwedel sich sehr viele sogenannte Behandlungsanlagen, Vulgo, also Deponien, befinden, und die Verlagerung an die Grenze der Gebietskörperschaft ist im Übrigen auch dadurch nachzuvollziehen, dass beiderseits der deutsch-deutschen Grenze in Gorleben wie in Morsleben das Lager für atomaren Abfall geplant war. Schacht Konrad geht sozusagen großzügig betrachtet mit in die Grenzregion Philippsthal. Der Salzstock von Hafer-Neurode als europaweit einmalige Untertagedeponie für hochtoxische Abfälle, Stichwort Transformatorenflüssigkeit, Stichwort polychlorierte Biphenyle, die dort gelagert werden, oder auch die atomare Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf in strukturschwacher Region. Und was man an diesen Leuchtturmprojekten der Abfallentsorgung nachvollziehen kann, das ist sprichwörtlich durch die sogenannte Portugalisierung der Umweltpolitik in den 1980ern, 90ern benannt worden. Das bedeutet Anlagen, Mülldeponien, Müllverbrennungsanlagen, Anlagen, die Chemikalien produzieren, wo im Falle der Havarie größere Schäden zu befürchten sind, kommen in die Region, die strukturschwach ist und in der sich die betroffenen Menschen in der Regel nicht gegen eine derartige Ansiedlung sträuben. Davon ist die Umweltpolitik heute eigentlich genauso wenig entfernt, wie sie in den 1980ern gewesen ist.
Jetzt gehören Bilder wie das von Barbara Klemm mit dem Autofriedhof Offenbach 1968, was natürlich für den Frankfurter eine besondere Genugtuung ist, dass es ausgerechnet Offenbach ist, eigentlich der Vergangenheit an. Trotzdem bis vor wenigen Jahren, wenn man die B-172 von Dresden nach Pirna gefahren ist, sind sie an solchen Schrottverwertungsplätzen vorbeigefahren, wo die Altautos gestapelt gewesen sind. Auch heute, man findet in der ein oder anderen Flussaue noch deutlich sichtbar den ein oder anderen versenkten Trabant. Das entspricht dem VW-Bus, der in dieser Mülldeponie langsam im Wasser versinkt. Und aufgrund dessen, nicht zuletzt mit dem Umweltprogramm der Bundesregierung, hat es eben umfangreiche Bemühungen gegeben, die Deponien zu sanieren und für einen künftigen Betrieb sicherer zu machen und eben so eben die Müllverbrennungsanlagen. Das bedeutet, bei einer Deponie, alles, was nach Inkrafttreten des Abfallwirtschafts-, des Abfallgesetzes angelegt wurde, ist eine Deponie neuen Standards. Alles, was vorher war, war eine Altlast. Das bedeutet, Basisabdichtung der Deponie ist erforderlich, Sickerwassererfassung ist erforderlich und mittlerweile ist auch die Deponiegaserfassung Standard. Wenn man auf der B-173 von Freiberg nach Chemnitz fährt, unmittelbar vorm Ortseingang Chemnitz, mittlerweile begrünte Halden, vormals Müllhalden, mit einem kleinen Kraftwerk, das das gewonnene Deponiegas in Elektrizität umwandelt. Hamburg-Georgswerder an der Autobahn, an einer Autobahn gelegen, mittels der man Hamburg verlässt, war die Skandaldeponie von Hamburg überhaupt, weil gewerbliche Abfälle, Haushaltsabfälle, Abfälle aus der Hamburger Hüttenindustrie, der Hamburger elektrochemischen Industrie zusammen deponiert worden sind. Man hat das Problem letzten Endes dadurch gelöst, indem die Halde mit einer Plastikschicht Polyethylen überzogen wurde. Dann ist nochmal Substrat aufgebracht worden, eingesät, im wahrsten Sinne des Wortes wuchs Gras darüber. Und dann kam eines der ersten Hamburger Windräder auf diese Halde und dazu noch eine Schafherde, die sich dann von dem Gras ernährt hat, weil der Übergang von Substanzen war ja durch die Plastikhülle sozusagen nicht mehr möglich. Das ist dann auch die Form, wie sozusagen nach außen hin symbolisiert werden kann, dass da nichts Schlimmes mehr ist. Und wer sich im Umkreis von Freiberg bewegt, es gab hier in Freiberg eine brennende Halde. Die Sanierung der Abfallhalden ist doch vorangekommen. Wenn man, also das ist Bereich Karl-Schiffner-Straße zum Beispiel, wo eine sanierte Halde zu besichtigen ist. Und wenn man in Halsbrücke, wenn man nach Halsbrücke fährt und sozusagen am Ortseingang, wenn man die Straße runtergefahren ist, in das Muldental hineinschaut, dann steht noch eine Informationstafel da, wo der Weg rechts dann nach Konradsdorf abzweigt über die gelungene Haldensanierung. Und 2009 im Rahmen der Tiki-Tagung mit nahezu 400 Gästen, von 300 aus dem Ausland in Freiberg, sind wir auch mit Kolleginnen und Kollegen aus Asien und am Schweden dahin gefahren. Und man war allseits überrascht, dass das hier so liegen bleibt, wie es liegt, weil kulturell in anderen Kulturkreisen, wenn mit einer Hinweistafel darauf hingewiesen wird, dass man den Zustand bitte so belassen möge, wie er jetzt ist, würde das ansonsten als Hinweis darauf gewertet werden, dass sich irgendetwas Wertvolles im Untergrund verbirgt und die sanierte Halde würde erst recht aufgegraben werden. Andere Länder, andere Sitten. Also das bedeutet, es ist auch immer eine kulturelle Frage des Umgangs mit Abfall. So,
Deponieentwicklung besprochen, Müllverbrennungsanlagen. Die Gasreinigungstechnik ist auf alle Fälle dramatisch verbessert worden und das bedeutet, eine moderne Müllverbrennungsanlage wäre tatsächlich ein adäquates Instrumentarium zur Müllbehandlung, allerdings nur dann, wenn das Müllaufkommen im Umkreis auch der Kapazität der Anlage entspricht. Und das Musterbeispiel, wo das wieder mal nicht der Fall war, war Lautar, vormals Standort eines Aluminiumwerkes, und dann ist also eine vollkommen überdimensionierte Müllverbrennungsanlage dort errichtet worden, die dann eben über entsprechende Vertragsgestaltung so ausgestaltet ist, gewesen ist, dass der Betreiber eine Garantiesumme für den Betrieb bekommen hat, unabhängig davon, ob der Müll jetzt tatsächlich vor Ort vorhanden ist oder nicht. Und das hat in größerem Maßstab das zur Folge gehabt, was dann als Mülltourismus bekannt wurde, dass nämlich Müll zum Beispiel aus der Bundesrepublik, also aus den Altbundesländern, nach Lautar gefahren wurde, um dort verbrannt zu werden. Sachsen hat seine Deponien europaweit dafür geöffnet, dass Müll aus Italien hierher gefahren wird und deponiert wird. Und es ist in mehreren Debatten und Ausschüssen im Landtag über diese sächsische Abfallpolitik diskutiert worden. Was wohl nicht zustande gekommen ist, war die Verbringung schwach radioaktiver Bauabfälle auf die Sondermülldeponie Krumbach vor deren Schließung, weil auch das ist eigentlich, selbst wenn es innerdeutsch stattfindet, in gewisser Weise skandalös, weil nämlich der Müll nicht an dem Ort, wo er entsteht, behandelt wird, sondern über mehrere hundert Kilometer weiter verbracht wird. Gewendet aufs Stichwort in Schwaben, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, ist bei allen gekehrt. Aber dann muss auch dieser Kehricht sozusagen weg. Bei der Abwasserbelastung haben wir schon über die Lösemittelverbrennung auf hoher See diskutiert. Die Westhaar, heute war das Bild dabei, die dann in der Nordsee auf und abgefahren ist, und für einen Ausgangspunkt dieser Diskussion war zum einen Hamburg, weil Hamburg in den 1970er und 80er Jahren einen Großteil seines Mülls in die DDR verbracht hat, also über Grenzübergang Lübeck-Schlutup auf die auf der anderen Seite gelegene Deponie, und andererseits ein Brennpunkt war der Freistaat Bayern, Entstehung der Bürgerinitiative Das bessere Müllkonzept, wo Gesetzesentwürfe sogar in einem Volksentscheid der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt worden sind, und die Planung, die Bundesrepublik flächendeckend in jedem Landkreis eine Müllverbrennungsanlage zu installieren, ließen sich aus Sicht des Umweltschutzes glücklicherweise gesagt dann so doch nicht umsetzen. Allerdings, eine andere, zwei Fehlplanungen sind vielleicht doch noch erwähnenswert. Das eine ist die Grube Messel in Südhessen gelegen, eine heute Fossilienfundstätte von Weltrang, seinerzeit als Ölschiefergrube ausgebeutet. Das Öl, was aus dem in Messel geförderten Ölschiefer gewonnen wurde, ist etwa die Exxon Valdez, die in der Bretagne auf Strand gelaufen ist. Das hat aber ein riesiges Loch, also diese Ölschieferförderung in Messel hat ein riesiges Loch in der Landschaft hinterlassen, so dass die seinerzeit SPD-geführte Landesregierung auf die Idee gekommen ist, damit die Abfallprobleme von Frankfurt und Südhessen für 50 Jahre zu lösen, indem nämlich diese Ölschiefergrube, Fossilienfundstätte mit Müll zugekippt wird. Und zum Teil hatte die Verbringung des Mülls bereits begonnen, als dann über die sogenannten hessischen Verhältnisse der Regierungseintritt der Partei Die Grünen erfolgte und der Stopp der Pläne für die Grube Messel, einer der politischen Erfolge nebst der Beendigung der Abbaggerung des Hohen Meisters gewesen ist, die der Koalitionspartner SPD den Grünen seinerzeit zugestanden hat.
Der Mythos, der sich daraus entwickelt hat, ist dann allerdings doch sehr rasch verblasst, weil der Umweltminister Fischer zum Beispiel entgegen allen Bedarfsprognosen auf den Ausbau der Sondermüllverbrennungsanlage in Südhessen in Biebesheim bestanden hat, der dann aber so nicht zustande gekommen ist. Und auch Messel ist heute UNESCO-Welterbestätte. Ein anderer Punkt aus der hessischen Müllpolitik war zum Beispiel die Abfalldeponie, Sondermülldeponie in Mainhausen gewesen, also etwas Main oberhalb Richtung Hanau gelegen, von Frankfurt aus betrachtet. Der Sockelpunkt dieser Deponie lag mehrere Meter unterhalb des Mains, also und zwar nicht sozusagen der Wasseroberfläche, sondern des Flussbetts. Und das bedeutet, wenn ich eine Deponie da anlege, dann zieht die quasi als Brunnen das Mainwasser in die Deponie rein und der Main spült dann die Deponie und alles, was deponiert wird, langfristig aus. Nach einem etwa 20 Jahre dauernden Verfahren der Genehmigung hat dann das Hessische Bergamt tatsächlich die Planung dieser Deponie eingestellt. Man hatte bereits mit der Errichtung von Betriebsbauten begonnen. Das ist dann gestoppt worden und weil in der Deponie nichts weiter dann passiert ist, noch kein Müll abgekippt ist, ist es heute ein wunderbares Vogelschutzparadies geworden. Ein Müllskandal muss noch Erwähnung finden, das ist Baden-Württemberg gewesen. Baden-Württemberg als Industrieland, Stichwort Sitz der Automobilindustrie in Stuttgart, also Porsche, Mercedes-Benz und auch andere Produktionsstätten, Neckar-Sulm zum Beispiel, das soll noch erwähnt werden. Baden-Württemberg verfügt über keine einzige Anlage zur Sondermüllbehandlung, sondern hat in den 1980ern seine Sondermüllabfälle nach Frankreich exportiert. Jetzt gehörte zu den Sondermüllabfällen auch die Entstehung von Lackschlemmen. Diese Lackschlemme hat Mercedes-Benz ordnungsgemäß an eine Verwertungsfirma abgegeben, die auch Mercedes dann bescheinigt hat, dass die Müllkontingente ordnungsgemäß beseitigt wurden. Was passiert war, die Firma hat dann diesen Lackschlamm mit Sägemehl gemischt und als Ersatzbrennstoff für Zementwerke in die Türkei exportiert. Und das musste dann rückgängig gemacht werden. Und das war dann der Einstieg von Baden-Württemberg darin, also das Land der Kehrwoche, beginnt sich bewusst zu werden, dass es bislang keine Sondermüllbeseitigungskapazitäten hat. Und das war dann der Einstieg von Baden-Württemberg in die Planung für Anlagen zur Sondermüllbehandlung. Und ein Spezialfall auch noch, es war dann eine Sondermüllverbrennungsanlage im Hohenlohischen geplant. Der zuständige Bundestagsabgeordnete war Philipp Jenninger, Bundestagspräsident, der dann aufgrund einer Erinnerungsrede zur deutschen nationalsozialistischen Geschichte zurückgetreten ist, weil die allseits als skandalös empfunden wurde. Und Philipp Jenninger hat dann als Wahlkreisabgeordneter tatsächlich versucht, sich gegen den Bau der Sondermüllverbrennungsanlage zu engagieren und ist dann schnell Botschafter der Bundesrepublik in Österreich geworden und war auf diese Anweisung am Wahlkreis dann entzogen. Ja, die Geschichte ist voll. Erich Honecker hätte das mal bezeichnet von jähen Wendungen, aber eine Konstanz in der Geschichte ist eben immer noch die Entstehung von Abfällen bedarf noch weiterer Aufmerksamkeit. Das Abfallproblem in der Bundesrepublik, in Europa und weltweit ist längst nicht gelöst.
Und der historische Rückblick mag allerdings dabei helfen, sich der Probleme bewusst zu werden, egal welchen Bereich sie betreffen. Es wird aber keine Lösung dadurch entstehen, indem ein Sektor herausgelöst wird und ohne Einbettung in den größeren Gesamtzusammenhang betrachtet wird. Das wird ansonsten nur dazu führen, dass Schadstoffströme verlagert werden und Kontaminationen andernorts auftreten. Und auch, und das ist vielleicht der letzte Punkt, die Einrichtung von Ersatztechnologien führt nicht immer weiter und zum Ziel. Das papierfreie Büro nach Einführung der Bürokommunikation und der entsprechenden Bürotechnik ist immer noch in weiter Ferne. Digitalisierte Vorlesungen sollten es eigentlich auch sein. Es werden aber immerhin werden keine Skripte ausgegeben, aber vielleicht drucken sie sich ja irgendwas aus, was schriftlich ins Netz gestellt wird, was leichter zu lesen ist. Ja, und der ganze materielle Aufwand für die Digitalisierung bleibt in der Regel außen vor in entsprechenden Betrachtungen, Lifecycle Analysis und Umweltverträglichkeitsprüfung, Produktlinienanalyse etc. pp. Das ist ungefähr so, wie wenn man bei der Umstellung oder bei der Diskussion um die sogenannte Verkehrswende ja, vollkommen davon abstrahieren würde, dass ein Elektroauto eine Batterie zum Fahren braucht und dass die Elektrizität, um die Batterie aufzuladen, schließlich auch irgendwo herkommen muss. Also bei derartigen Überlegungen und Betrachtungen darf der Betrachtungshorizont nicht zu eng gewählt werden. Einstein zugeschrieben, Probleme müssen einfach sein, aber nicht zu einfach. Also, das heißt, die Randbedingungen sind wie überall auch hier zu beachten und ingenieurtechnische Lösungen nach wie vor gefragt. Der Bereich der Umweltbehandlungstechnik wäre im Übrigen auch einer, wo man sagen kann, ja, hier ist eine vorsichtige Erfolgsgeschichte vielleicht zu schreiben, indem sich ein verstärkter Technikeinsatz tatsächlich in einer sinkenden Umweltbelastung bemerkbar gemacht hat. Das ist aber nur dann der Fall, wenn man die Endverarbeitung von Plastikmüll in Ländern Asiens und Südostasiens außen vor lässt. Ja, und Verhältnisse, wie sie noch bis vor kurzem in China, Thailand und anderswo geherrscht haben, die sind wieder aus den Schlagzeilen verschwunden, aber die Müllströme dürften sich seither nicht geändert haben. Und das ist einfach auch ein virulentes Problem europäischer Wirtschaftspolitik, das zu lösen und nicht die Lösung dahin zu verlagern, wo ja, der geringste soziale Widerstand gegen umweltbelastende Technologien zu erwarten ist. So, zweiter Teil. Wir haben mittlerweile eine Leihflasche. Steht drauf auf der einen Seite deutscher Brunnen und auf der anderen Seite Leihflasche. Das ist also die typische Standard-Mineralwasserflasche, die in Deutschland eigentlich das Rückgrat der ja, wieder nutzbaren Pfandflasche darstellt, genauso wie es eine Einheitsbierflasche mal gegeben hat, aber die Einheitsbierflasche verträgt sich eben nicht mit dem Marketing. So, der nächste Block zu Abfall und Recycling nimmt vielleicht überraschend seinen Ausgang bei einer Ausstellung des Schweizerischen Landesmuseums. Diese Ausstellung des Schweizerischen Landesmuseums trug den Titel Himmel, Hölle, Fegefeuer, das Jenseits im Mittelalter. Und die ist jetzt schon über 25 Jahre gelaufen. Der Ausstellungskatalog von Peter Jetzler zur Einführung Jenseitsmodelle und Jenseitsvorsorge, eine Einführung.
Natürlich ist es, wenn wir unser aller Dasein nicht betäubt einmal reflektieren, schon die Frage, was nach dem Ende unserer physischen Existenz bleiben wird. Das mag eine jede und ein jeder für sich selbst beantworten, aber es gibt verschiedene Denkmodelle und hypothetische Möglichkeiten, was da wohl passiert. Und im Bereich unserer christlichen Kultur, christlich geprägten Kultur, ist das dann der Eingang in das Paradies. Und aus dem die Menschheit ja vertrieben wurde, bekanntermaßen. Und dieser Eingang ins Paradies kann aber gleichzeitig auch dazu, also die Entscheidung darüber, kann für Jahrhunderte auch bedeuten, dass man nicht ins Paradies, sondern als Sünder in die Hölle kommt, der ewigen Verdammnis anheimfällt und für die im Leben begangenen Handlungen zur Rechenschaft und zur Verantwortung gezogen wird. Und das ist das Konzept des Weltgerichts nach Matthäus. Also wir sind im Bereich biblischer Vorstellung, christlich-biblischer Vorstellung und jetzt eben das Weltgericht nach Matthäus, was passiert am jüngsten Tag, die Menschen erstehen vom Leben auf und ihre Taten werden von Christus im Weltgericht gerichtet. Die Guten gelangen in den Himmel und die Bösen kommen in die Hölle. Das ist das, was die erste Abbildung von Beat Scheffold nach dem Konzept von Peter Jetzler, René Perret und eben Beat Scheffold zeigt. Das Johannesevangelium zeigt ein anderes Weltgericht. Johannes kennt neben den Guten und den Bösen noch die Halbguten. Also die Frage ist ja immer, kann man perfekt nach allen Anforderungen und Regeln leben? Wem das gelingt, das sind auf alle Fälle die Guten. Und es ist vollkommen klar, Sie und ich, Sie, die sich anhören, wir gehören auf alle Fälle zu den Guten. Da kann überhaupt kein Zweifel herrschen. Jetzt gibt es aber noch die Halbguten. Und die Halbguten, die Guten kommen also direkt in den Himmel nach Johannes und am jüngsten Tag müssen also nur noch die Bösen und die Halbguten vors Weltgericht. Und dann entscheidet also der Richter und die Halbguten haben also die Chance, dass sie trotz ihrer Verfehlung noch in den Himmel kommen und die Bösen kommen also in die Hölle. Die Weiterentwicklung dieser Modelle bis zum Mittelalter hängt dann ab von der Entwicklung der Vorstellung vom Fegefeuer. Über die Geschichte des Fegefeuers gibt es mittlerweile auch eigene Monografien. Es gibt auch so die Vorstellung, dass sich Scholastik, Fegefeuerlehre, Bau gotischer Kathedralen mit Zentrum in Paris und so zeitgleich entwickelt haben. Ja, das stimmt nicht so ganz. Also es war aber eine schöne kulturhistorische Theorie. Und jedenfalls die Fegefeuerlehre. Mit der Fegefeuerlehre wird es also komplexer. Es gibt dann auch wieder den Weg der Seele, nachdem sie den Körper verlassen hat, also im Zuge der Fegefeuerlehre, und dann kommt die Seele vor das Weltgericht. Nein, sie kommt nicht vor das Weltgericht, sie kommt vor das individuelle Gericht, das Partikulargericht, was die Taten des Lebens ganz individuell wertet.
Und im Partikulargericht gibt es dann die Möglichkeit, entweder direkt in den Himmel oder direkt in die Hölle oder der Umweg, die Läuterung über das Fegefeuer, ganz so wie wenn Erz im Feuer geläutert wird, was auch ein Bild ist, was bei Luther und Mathesius zum Beispiel eine Rolle spielt. Nach der Läuterung der Seele im Fegefeuer kann die Seele ebenfalls in den Himmel gelangen. Jetzt gibt es auch Menschen, die gestorben sind, ohne dass sie getauft wurden. Also zum Beispiel ungetauft verstorbene Kinder. Und ungetauft verstorbene Kinder haben ja keine Schuld in dem Sinne auf sich geladen. Weil sie aber nicht der Taufe teilhaftig wurden, kommen sie in den sogenannten Limbus. Der Limbus ist ein neutraler Ort. Im Limbus genießt man weder die Freuden des Himmels noch die Qualen der Hölle und auch nicht die Läuterung des Fegefeuers. Also so, der Limbus ist nicht das Schlechteste. Wenn Sie sich den Münchner im Himmel mal als Hörstück vergegenwärtigen, wenn neben Ihnen einer auf der Wolke sitzt und die ganze Zeit Hosianna röhrt, da sind Sie vielleicht im Limbus besser aufgehoben. Und der Münchner im Himmel kommt ja am Ende auch woanders hin. So, dann wird in einem weiteren Schritt die Fegefeuerlehre mit der Lehre vom Weltgericht überlagert. Also nicht das Partikulargericht spielt eine Rolle, sondern das Weltgericht spielt dann eine Rolle. Und wie Scheffold, Jetzler und Perret das so schön ausdrücken, dann entsteht notwendigerweise Gegenverkehr. Das heißt, im Partikulargericht wird zunächst entschieden, ob direkter Weg zum Himmel, direkter Weg in die Hölle oder der Weg in den Himmel mit dem Umweg über das Fegefeuer genommen wird. Wenn diese Entscheidung sozusagen getroffen wurde, dann kommen die Seelen das erste Mal in den Himmel bis zur Läuterung zum Beispiel oder zur Läuterung eben in das Fegefeuer. Am jüngsten Tag kehren dann alle zur Erde zurück, um sich mit dem auferstandenen Fleisch erneut zu verbinden. Und dann werden die Menschen durch Christus zum zweiten Mal gerichtet und dorthin geschickt, von wo sie eben gerade hergekommen sind, nämlich endgültig in die Hölle oder endgültig in den Himmel. So, was hat das mit Müll und Abfall zu tun? Ende der 1970er Jahre, Mitte der 1980er Jahre wurde für besonders behandlungsbedürftige Abfälle das sogenannte Begleitscheinverfahren entwickelt. Und dieses Begleitscheinverfahren verfolgte also die entstandene Menge Abfall von dem Zeitpunkt an und dem Ort an, wo sie entstand, über verschiedene Zwischenlagereinrichtungen bis hin an den Ort, wo sie dann als endgültig beseitigt gelten konnte oder als endgültig wiederverwertet. Und dieses Begleitscheinverfahren entspricht in geradezu frappierender Weise wesentlichen Themen dieser Darstellung und der Entwicklung des Umgangs mit Abfällen in Deutschland und vielleicht auch im weiteren europäischen Kulturkreis. Wir könnten sagen, am Anfang in der Zeit vor Verabschiedung des Abfallgesetzes entscheidet irgendjemand, kommt der Stoff, um den es geht, in den Himmel, wird also weiterverwertet oder ewig irgendwo aufgehoben, zum Beispiel im Museum, oder kommt der Stoff in die Hölle, mit anderen Worten auf die Mülldeponie oder in irgendeine Verbrennungsanlage und wird also seiner Körperlichkeit beraubt. Die zweite Variante besteht darin, man kommt entweder auf direktem Weg in den Himmel,
also ins Museum oder kann als Substanz weiter existieren, weil weiter verwendet werden. Oder es gibt eine Schiedsstation, die einteilt, ist das Ganze noch brauchbar, dann ab in den Himmel, oder es ist komplett unbrauchbar, dann ab auf die Deponie. Dritte Weiterentwicklung, Fegefeuerlehre. Das Fegefeuer entspricht in diesem Bild quasi der thermischen Abfallbehandlung. Das, was an Substanz aus der thermischen Abfallbehandlung herauskommt, kann im Falle zum Beispiel einer Pyrolyse entweder als Rohstoff für weitere Syntheseverfahren dienen oder im Falle der Entstehung von Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf ist es die Einspeisung in den ewigen Kreislauf, also unschädlich, also sozusagen im Himmel angelangt. Der Limbus, für die, wo sozusagen weder Gutes noch Schlechtes erlitten wird, ist sozusagen das Abfallzwischenlager, wo noch nicht entschieden wird, wo es am Ende lang geht. Und die Hölle ist entweder weiter die Deponie oder weiter die Müllverbrennungsanlage. Und man könnte dann das Weltgericht, was in der letzten Abbildung Überlagerung der Fegefeuerlehre mit der Lehre vom Weltgericht zeigt, das ist dann die zukünftige, nochmalige Aufwältigung von eigentlich bereits stillgelegten Deponiekörpern, ob nicht noch Rohstoffe in ihnen enthalten sind. Stichworte wären zum Beispiel das aktuelle Projekt Rico Mine. Alte Halden werden nach brauchbaren Rohstoffen durchforstet oder es werden Ablagerungen wie auch Hausmülldeponien nochmal auf Rohstoffe aufgegraben. Der Metallgehalt ist in manchen Ablagerungen höher als der Metallgehalt oder der Gehalt der entsprechenden Substanz in der natürlich vorkommenden Ressource es wäre. Also, das ist der Zusammenhang von Himmel, Hölle, Fegefeuer zu Abfallbehandlungs- und Beseitigungsstrategien, wie sie real aufgetreten sind. Und natürlich hat sich niemand diese Abfallbehandlungsstrategie auf theologischer Grundlage ausgedacht, aber die Ähnlichkeit der Konzeption ist eben so gedacht, doch frappierend.